oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, Servus, Grüße und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einem Spiel für Android, Thumb Drift Furious Racing. 78 MB groß, aktuelle Versionsnummer 1.4.995, erforderliche Android-Versionsnummer 4.2 oder höher. In-App-Käufe 99 Cent bis 3,19 Euro pro Artikel. Und bei 83.771 Gesamtbewertung eine Durchschnitt-Sterne-Bewertung von 4,15 Sternen. Thumbdrift, ihr steuert ein Auto auf einer Rennstrecke und das einzig und allein mit eurem Daumen müsst ihr Münzen einsammeln und so weiter und so fort. Verschiedene Autos könnt ihr fahren, Autos, glaube ich, freikaufen und somit entsperren. Irgendwie kommen dann auch noch die In-App-Käufe da zustande. Bin ich noch nicht darauf gestoßen. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde das schon, ich glaube, zwei Level habe ich gespielt ein paar Mal. Beim dritten Level habe ich schon gedacht, boah, ist das schwer und werde das Spiel tatsächlich auch löschen wieder. Es ist nicht schlecht gemacht, aber irgendwie sagt mir diese Steuerung dann doch nicht so zu. Oder es liegt wieder daran, dass ich eigentlich ja doch nicht wirklich ein, Gamer bin. Man kann es sich auf jeden Fall mal angucken. Es ist durchaus ein nettes Spiel für zwischendurch, könnte man sagen, wenn einen die Schwierigkeit der Levels nicht stört. Thumbdrift Furious Racing. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.